Ausstellung für das Jahr 2014 wurde am Mittwoch, dem 5.2.2014, wie immer im Kunstgeschoss der Stadtgalerie im Schützenhaus zu Werderhavel eröffnet. Künstler aus Werderhavel stellen im Rahmen einer Gruppenausstellung ihre Werke vor. Die fünf Kunsthandwerker Julia Grade, Claudia Winter, Julia Winter, Martin Grade und Michael Wagner lernten gemeinsam an der renommierten staatlichen Fachhochschule für Keramikgestaltung und Keramiktechnik in Hörgrenzhausen in Rheinland-Pfalz. Innerhalb der Ausbildung reifte dann die Idee eines künftigen Werksverbundes. Während einer Messe trafen sie auf Harald Dickmann, den Eigentümer der letzten produzierenden Ziegelei in Klindow. Gemeinsam mit dem Unternehmer reifte der Plan einer Neubesiedlung und Nutzung des bis dahin in Vergessenheit geratenen Mühlengehöftes in Klindow. Das Ursprüngliche des Projektes ist die kreative Arbeit mit den Händen. Und da macht es keinen Unterschied, ob Wohnraum geschaffen, Werkstätten aus Ruinen gebaut oder eine keramische Plastik entsteht. Alles ist Erdewerk, so der Kurator der Stadtgalerie Werderhavel, Frank Weber. Na, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Künstler, lieber Frank, 2014 die erste Ausstellungseröffnung. Ich durfte mich gestern schon an dieser wunderbaren Ausstellung ein wenig erfreuen, aber ich erfreue mich umso mehr, dass diese Ausstellungseröffnung heute so großes Interesse findet und ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ja, was mich aber am allermeisten freut, neben Ihrem Besuch, ist einfach, dass Künstler aus unserer Heimatstadt Werder, die in Werder, glaube ich, im Ortsteil Glindow inzwischen eine Heimat gefunden haben, heute die Möglichkeit haben, hier auszustellen. Ein bisschen verwundert mich natürlich, dass Sie, ob der vielen, vielen Arbeit, die Sie in die Sanierung der Wassermühle stecken, noch Zeit für die Kunst haben. Ich hatte 2012 die Möglichkeit, beim Sommerfest der Wassermühle mir das Grundstück anzusehen. Ich weiß gar nicht, ob Sie es waren. Irgendjemand überredete mich dann, dass ich mal in den Keller kriechen sollte. Ein bisschen Platzangst habe ich auch, aber nichtsdestotrotz habe ich mich in den Keller gewagt. Und ich hatte das große Glück, der Keller war schon entrümpelt. Fotos zeigten mir dann, wie Sie diesen Keller vorgefunden haben. Also Sie haben sich nicht nur der Kunst verschrieben, Sie haben sich auch der Historie Werders verschrieben und mit dieser Wassermühle, mit diesem historischen Ensemble wirklich eine Herausforderung angenommen, vor denen ich, also da kann ich nur meinen Hut ziehen und mich ganz tief verbeugen vor dem Arrangement. Wer Lust und Laune hat. Mein Name ist Mike Wagner. Ich bin der Künstler, der diese Objekte geschaffen hat. Sind aus Keramik, sehen vielleicht nicht so aus und sind halt sehr organische Formen und wollen so einen Arbeitsprozess ausdrücken. Also ich weiß nie, wenn ich die Objekte anfange zu bauen, wie sie aussehen würden. Das ist ein ganz organisches Prozess, der da kommt. Und am Ende, wenn sie fertig gebaut bin, dann tue ich eine flüssige Farbe drauf sprühen. Aber immer nur so schnell, dass es quasi immer antrocknet und weiter rauswächst. Dass dieses Objekt dann quasi so eine Haut kriegt, die auch selber wächst.